Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wollen uns vor der FED-Sitzung nochmal ganz kurz die Lage an den Märkten anschauen und über Risiken und Nebenwirkungen sprechen, die auf der Packungsbeilage stehen, die sich aber keiner durchliest. Und deswegen wollen wir Sie mal aufklären über die Folgen, die möglicherweise hier von eben diesen Nebenwirkungen ausgehen und welche Risiken damit verbunden sind. Wir haben heute einen Tweet gehabt, den ich sehr gut finde, oder eine Aussage von Forex Live, die sagen, okay, diese Rallye, die steht auf drei Beinen und alle drei müssen funktionieren, müssen gute Nachrichten absondern, sonst haben wir ein Problem. Einmal Fiscal Spending, also diese ganze Geschichte mit den Ausgaben der Staaten, ob in den USA, ob in Deutschland, wo auch immer, dann Central Bank Easing, also praktisch die Liquidität der Notenbanken und Various Numbers Contained, also praktisch das, was wir unter der Corona-Pandemie verstehen. Wenn man einen dieser Beine wegzieht, dann gibt es Trouble, dann gibt es Probleme für die Märkte und das ist wahrscheinlich auch durchaus der Fall. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, diesen fiskalischen Punkt. Da hat heute Mnuchin gesagt, ja, wir werden zugleich vorsichtig sein, wie viel Geld schon in der Wirtschaft ist. Vieles ist noch nicht drin, ist also noch nicht angekommen. Wir werden uns gleich anschauen, wo es noch nicht angekommen ist. Und zweitens, wir müssen zielgerichteter sein an diesem Punkt. Und da sagt Forex Live zu Recht, oh, das klingt ein bisschen unschön, denn die Märkte wollen alles andere als in Sachen Ausgabebereitschaft das Wort Vorsicht hören. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, wir wollen uns mal anschauen, zum Beispiel in den USA, wo das Geld angekommen ist. Wir sehen hier nämlich diese PPP-Loans, also dieses Programm, das die Löhne garantiert, wo die Amerikaner dann Geld bekommen. Das geht ja bis Ende Juli, dann ist erstmal finito, dann muss was Neues her. Jedenfalls sehen wir das im Mittleren Westen, hier die Quote von denjenigen, die bisher diese staatlichen Mittel erhalten haben, wenn sie arbeitslos geworden sind, deutlich höher ist als an der Ost- und Westküste. Das ist also praktisch die Trump-Wählerschaft, die hier zunächst mal zufriedengestellt wird, ob Zufall oder nicht. Wir sehen übrigens in Sachen fiskalischer Stimulus, dass in Deutschland in Sachen fiskalischer Stimulus die Nummer 1 ist weltweit. Hier sehen wir, dass wir wahnsinnige Anteile vom BIP eben hier haben, vor allem durch diese Loan Guarantees, wie das hier genannt wird, Kurzarbeitergeld, das ist in Deutschland ja immer ein ganz großes Thema, aber das kostet eine Menge Geld, auch den Staat. Dann das zweite Risiko, das ist eben diese Coronavirus-Geschichte, die in Deutschland ja so ein bisschen wirklich eingehegt scheint. Wir haben 400 Fälle pro Tag, manche Bundesländer gar nichts, also das scheint irgendwie ziemlich gut zu sein momentan. Aber in den USA ist die Lage anders. Wir haben jetzt in mehr als 10 Staaten in den USA, Bundesstaaten, wo wir die Hospitalizations auf neuen Rekorden sehen, also wo die Leute ins Krankenhaus müssen. Da ist also die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt. Und Scott Gottlieb, der Corona-Papst, wenn man so will, in den USA, hat hier gesagt, vor allem in Arizona und Texas sind die Dinge schwierig. Houston hat er da besonders noch genannt. Und jetzt muss man ja sehen, dass wir diese Großdemonstrationen hatten in den USA. Und da wurde von Abstandsregeln teilweise nicht viel gehalten. Also wir sehen, das könnte dann echt noch ein Thema werden. Vielleicht ab Ende der Woche, ab Anfang nächster Woche, vielleicht eine weitere Pandemiewelle, die da durch die USA geht. Wir sehen, dass in mehr als der Hälfte der US-Bundesstaaten die Fälle steigen. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt. Kommen wir jetzt zum dritten Risikofaktor, der gleichzeitig auch der Faktor ist, der die Bullen bisher so dick gefüttert hat, nämlich die Liquidität durch die Notenbanken. Interessant ist ja, dass Jerome Powell bei der letzten Sitzung ja gesagt hat, ja, wir wollen ja sicherstellen, dass die Märkte gut funktionieren. Inzwischen funktionieren die Märkte ganz gut, kann keiner sich beschweren, dass die nicht funktionieren würden. Er sagte damals, ja, wer verkaufen will, der soll verkaufen können und wer kaufen will, der soll kaufen können. Aha, ja, bisher haben sich eher die Käufer an diese Aussagen von Jerome Powell erinnert. Powell selber hat im Jahr 2012 übrigens gesagt, naja, dieses QE, das ist nicht gut. Wir befördern damit sozusagen diesen Moral Hazard, dieses risikofreie Traden. Und das ist etwas, das wir eigentlich vermeiden wollen. Wir füttern hier eine Blase, so im Jahr 2012, Jerome Powell. Inzwischen sieht er das natürlich ganz anders, weil er Fed-Chef ist. Einer der Risiken vielleicht auch, das werden wir sehen, nachdem sich die Zahlen in den USA ja etwas weniger schlecht als befürchtet dargestellt haben, ist,
Wie wird sich die FED zur Wirtschaft äußern? Wird man da sehr dovish sein? Also ja, Wirtschaft, das ist alles sehr ungewiss, eher noch negativ. Oder wird der Paul sagen, naja, hat sich schon was getan. Wir sehen hier die Voraussage der New York FED hat sich deutlich gebessert in Sachen BIP der USA und eben auch die Tatsache, dass wir exzessives Verhalten an den Finanzmärkten sehen. Ich hatte diese Grafik auch heute Morgen schon gezeigt. Mit Nasdaq auf Allzeithoch, mit insolventen Firmen, die hier deren Aktien 500, 600% steigen. Das sind ja Manien, sind Exzesse, die hier vorkommen, die natürlich durch die FED hier genährt sind. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Risikofaktor, den die Aktienmärkte überhaupt noch nicht spielen, nämlich das ist, dass Donald Trump die Wahl verlieren könnte. Huch! Und das ist für die Wall Street ein bisschen unschön. Wir erinnern uns, wie die Rallye gelaufen ist, als Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Nicht, weil man ihn für den zukünftigen Nobelpreisträger für Literatur hält, sondern weil man denkt, der Trump ist ein Wall Street Guy und Mnuchin auch. Und die werden den Unternehmen Geld in die Tasche spülen. Und so ist es dann auch gekommen durch das Steuergeschenk, das Trump und die Seinen den Unternehmen in den USA gemacht hat, auf Kosten der Staatsverschuldung. Jetzt sehen wir hier bei Predicted, eine Wettplattform in den USA, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Biden die Wahl gewinnt, derzeit bepreist mit 59% und dass Trump gewinnt 42 bzw. Last Price. Jedenfalls sieht man die Wahrscheinlichkeit höher, dass dem so ist. Und eine neue Umfrage von Gallup, jetzt wenn die Trump-Fans, die ja auch in Deutschland zahlreich sind, sagen, oh, alles Fake News. Aber es ist eben eine Umfrage, die zeigt, dass vor allem in Sachen Approval Rating, in Sachen Wirtschaft, Trump jetzt deutlich verloren hat, von vorher 63% auf jetzt nur noch 47%. Also er verliert sozusagen in dem Bereich, der für ihn sehr, sehr wichtig ist, derzeit an Zustimmung. Und insgesamt hier diese Umfrage, Statista, zeigte, dass 80% der Amerikaner glauben, dass dieses Land, nämlich die USA, außer Kontrolle ist. Nur 15% sagten unter Kontrolle. Klar, das war jetzt unmittelbar nach diesen Ausschreitungen in den USA. Aber das hat den Amis doch zu denken gegeben und könnte sich für Trump sogar negativ auswirken. Er hat es ja immer sich deswegen hingestellt und Law and Order gerufen. Aber jedenfalls, das ist eine konkrete Möglichkeit, die eigentlich wahrscheinlicher geworden ist in letzter Zeit, dass Trump die Wahl verlieren könnte. Dann ein weiteres Risiko sehe ich darin, ich zähle jetzt mal die Risiken auf, weil die Bullen haben eigentlich nur ein Argument, das heißt Liquidität. Aber das ist natürlich ein dickes Argument. Weiter zu den Risiken heute, Starbucks zum Beispiel, kennen Sie alle, diese Kaffeekette, wenn man so will, die sagen, also wir sehen, dass die Umsätze in den Läden, die wieder auf sind, und das sind vor allem in China ist man praktisch komplett wieder geöffnet, 99% der Läden, aber die Umsätze sind dennoch deutlich, deutlich unter den vorherigen Umsätzen und gleiches dürfte dann auch in den USA passieren. Gleiches dürfte vielleicht insgesamt neben der Gastronomie für die Wirtschaft insgesamt gelten. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr diese Niveaus sehen oder überhaupt nicht schnell diese Niveaus sehen, wie wir sie vor der Corona-Krise gesehen hatten. Jetzt kommen wir zu den Nebenwirkungen. Und da fällt auf, dieser Screenshot ist schon vor einiger Zeit gemacht. Nasdaq plus 1,17%, Small Cap 2000, also Russell 2000 minus 2,12%, Dow Jones und S&P 500 auch im Minus. Also wir sehen, der Nasdaq gegen den Rest der Welt, könnte man sagen. Und still und heimlich hat sich der VIX, das Volatilitätsbarometer, hier nach oben geschlichen, ist aus diesem Abwärtstrendkanal ausgebrochen, ist noch nicht bestätigt, aber könnte schon ein kleiner erster Hinweis sein. Wir sehen neue Allzeithochs heute, Apple, Facebook, Amazon, Nvidia, obwohl die Aktie heute von einem Brokerhaus abgestuft wurde, Microsoft, PayPal und so weiter und wie sie alle heißen. Es gibt kein Morgen. Man glaubt, dass diese Unternehmen praktisch geimpft sind. Ja? Das ist ein kleiner Hinweis an unsere Corona-Freunde, die mir immer vorwerfen, ich hätte überhaupt keine Ahnung von Coronavirus, weil sie schon mal ein 20 Minuten YouTube-Video gesehen haben. Aber jedenfalls ist es so, dass eben hier die Dinge wahrscheinlich nicht an den Unternehmen so vorbeigehen, wie die Märkte das derzeit annehmen. Wir bekommen ja ab Anfang Juli dann die Zahlen. Aber jedenfalls sehen wir, dass die Marktkapitalisierung der FAANG-Aktien, also Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple und Nvidia, die liegt jetzt bei 6,3 Billionen Dollar. Das ist deutlich mehr als das, was Deutschland und Italien an BIP auf die Waage bringen, was wir also alles in einem Jahr erwirtschaften. Und das bei kollabierenden Profitmargen,
Aber sei es drum, das kennen wir. Insgesamt sehen wir, dass wir jetzt die drittschlimmste Krise offenkundig haben, was das globale BIP pro Kopf betrifft oder deren Wachstum. Da war es nur schlimmer. Ende des Zweiten Weltkriegs, dann Anfang der 30er Jahre große Depression und dann gab es eben kurz vor dem Ersten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg eine ähnlich schlimme Phase. Wir sehen, dass wir jetzt das erste Mal heute Daten aus den USA gesehen haben, nämlich die Kernrate bei den Verbraucherpreisen, das erste Mal dreimal in Folge gefallen ist. Das gab es noch nie. Und wir haben jetzt so viele Ökonomien, so viele Wirtschaften weltweit in der Rezession wie seit dem Jahr 1871 nicht mehr. Die Älteren von Ihnen werden sich an das Jahr 1871 noch erinnern. Da haben wir gegen die Franzosen Krieg geführt und danach direkt einen wunderbaren Boom erzeugt. Da gab es dann 1873 ja den Berliner Börsencrash, nachdem dieser Boom, diese Blase dann in sich zusammengefallen ist. Aber schauen wir uns mal die Charts an, meine Damen und Herren, was wir hier sehen, Soledax, die Charts von Capital.com. Man bat mich, das Bild ein bisschen runterzuziehen. Okay, das mache ich. Vielleicht kann ich es auch ein bisschen kleiner machen. Naja, ich lasse es mal so, damit Sie sehen, welche Märkte hier zur Diskussion stehen. 12.535 der DAX. Also nicht so richtig bullisch, muss man sagen. Der ist angeschlagen. Wenn jetzt diese Zone hier brechen sollte, dann wäre hier der nächste Aufenthalt, das wäre 12.370 und darunter ist dann lange erstmal nichts. Aber schauen wir uns mal Le Nasdaq an. Der geht weiter, 10.064, warum auch nicht. Wir sehen, dass der Dow Jones irgendwie anders aussieht, deutlich weniger bullisch. Wir sehen, dass Gold sich jetzt wieder ein bisschen zurückziehen muss, 1713, wir sehen Euro-Dollar bei 1,1354, wenig verändert und abschließend Crude Oil bei $38.36. Also das soll es erstmal gewesen sein, in knapp einer Stunde wird die Fed sprechen und 2030 dann Jerome Powell. All das gibt es bei finanzmarktwelt.de, schauen Sie da rein. Dann werden Sie geholfen. Jetzt sage ich einen wunderschönen Abend erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns später dann zur FED 20 Uhr und 20:30 zu Jerome Powell. Da werde ich die Headlines direkt reinhacken sozusagen, sodass Sie da wissen, was meint der Kerl überhaupt mit den Aussagen. Und zumindest so weit ich das kann. Und dann schauen wir mal weiter, wie es mit den Märkten so geht. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.